Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders Genesis. Nachdem wir in den letzten Folgen Backtracking betrieben haben und alles eingesammelt haben, was wir zuvor liegen lassen haben, können wir uns nun wieder der Hauptstory des Spiels widmen, hier in Kapitel 12 Mahlstrom. Die Schamanen des Dämonenmeisters Dagon überfluten Eden mit dunkler Magie, die Reiter nehmen sie ins Visier. Und wie wir sehen, haben wir da unten 6 neue potenzielle Kreaturenkerne. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir sie alle finden werden. Oder alle bekommen werden. Das könnte interessant werden. Legen wir los. Auch hier finden wir wieder einige Aufwertungen. 5, so wie ich das gerade gesehen habe. Oh, Abaddon. Natürlich ist er immer noch auf Eden. Dagons Sturmrufer kauert hinter dieser Barriere. Seine Schamanen streifen umher und halten sie mit fauler Magie verschlossen. Findet sie und brecht das Siegel. Ich werde es versuchen. Magie bewahrt diesen Sturmrufer nicht vor seinem Schicksal. Sehr schade, was mit Abaddon passiert. Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, das ist vor allen Dingen für die ja sichtbar, die Darksiders 1 kennen. Haben wir hier noch irgendetwas? Scheint mir nicht so. Hier könnte überall noch was versteckt sein. Strife und War sind gerade gleich stark. Das muss die Barriere sein, die Abaddon meinte. Suchen wir die Schamanen und bitten sie höflich, sie zu entfernen. Bestimmt werden sie mir zustimmen. Wir kommen also nicht durch dieses Tor, durch dieses imposante Tor. Wasserdämonen. Tal des Regens. Da oben haben wir eine Fährmannsmünze. Oh. What was that? Da ist noch eine Fährmannsmünze. Hilfe. Warum tun die das? Das ist ja total gemein. Aha. Aha. Oho! Look at that! Ein Trickschlüssel. Das ist cool. Ziemlich duster hier. Oh no. Easy. Da oben ist noch einer. Nice. Ein paar Seelen. Nicht allzu viele, aber jedes kleine bisschen hilft ja, um unsere Charaktere noch weiter aufzupowern. Okay. Jetzt haben wir hier wieder diese komischen Käfer. Aber die kennen wir ja auch schon von dem anderen Level, das sie in Eden ja schon hatten. Oh, noch mehr. Los! Boom! Irgendwie finde ich den Vortex jetzt nicht so stark. Ich würde dann eher den Todeshauch nehmen. Und weg mit euch. Oh, Wurmnester. Auch hier gibt es wieder eine Nebenaufgabe, die mit Würmern zu tun hat. Erledigt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo sind diese Wurmnester?
Was zur Hölle ist das hier eigentlich genau? Ich hatte gehofft, dass man die Dinger vielleicht zerstören kann. Okay, ich habe mich irgendwie nochmal rausgeglitscht. Ich habe gerade geblockt, hat das tatsächlich gewirkt? Und wir haben den ersten Dagon-Schaman erledigt. Und eines dieser Insignien verschwindet natürlich. Das Tor wird schwächer. Flutjäger-Schamane. Chaos- und Anarchiegestalt laden 2,5% schneller auf. Ui. Ist auf jeden Fall gut. Und wir haben den Flutjäger. Bewegungstempo um 1% erhöht. Bewegungstempo erhöhen ist jetzt auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Damit kann man auch ziemlich viele böse Dinge anstellen. Oh. Danke. Weg mit euch. Ah ja, sehr gut. Ich finde das Gelände irgendwie alles sehr, sehr verwirrend dargestellt. Okay, da ist eine Fährmannsmünze hier irgendwann. Hier oben waren wir aber auch noch nicht. Ah, guck mal, hier ist so ein Rätsel. Hier wird eine epische Truhe sein. Really? Okay. Das wäre jetzt erstaunlich einfach. Man hätte es sich irgendwie denken können. Aua. Okay, die sind ziemlich stark. Ich brauche meinen Statikschuss. Wie kann das sein? Er ist doch schon tot, oder nicht? Okay, ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Engel irgendwie zu glitschen. Danke. Oh, fuck. Oh, fuck. Ihr habt uns alle, verdammt! Dieser Superstrahl ist echt heftig. Nice. Und damit gehört die Truhe uns. Engelsstreiter. Sprinten fügt je nach Angriffskraft minimalen Schaden zu. Was haben wir in dieser Truhe? Geil. Der Naturschuss. Feuert einen Kugelhagel ab, der Gesundheitskugeln erzeugen kann, wenn Gegner getroffen werden. Super Serie. Schüsse laden Gegner ebenfalls mit Naturenergie auf. Aufgeladene Gegner können Gesundheitskugeln erzeugen, wenn sie getroffen werden und beim Tod Gesundheitskugeln hinterlassen. Passiv erhöht Dauer auf die Angriffskraft für jeden erlangten Munitionstyp. Wow. Das sieht ganz geil aus. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Statt des Statikschusses. Cool. Ein richtig schöner Streuschuss. Das kennt man beispielsweise vom Toilettengang. Ich sollte lieber den Mund halten. So. Nice. Irgendwo müssen noch diese Wurmlöcher sein, diese Wurmnester. Dankeschön.
Hier ist auf jeden Fall eine Gesundheitstruhe, auch nicht verkehrt. Brauche ich aber aktuell gar nicht. Wurmnester. Perfekt. Warum haut ihr ab? Weil ihr sterbt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht der Grund sein für eure Zurückhaltung. Das sind ganz schön viele. Geht doch. Und die nächsten Wurmnester sind erledigt. Puh. Da oben ist wieder ein Schamane. Aber zuvor will ich mir mal diese Truhe angucken. Nice. Okay, hier sieht man gerade nichts. Okay, erledigen wir erstmal den. Too strong for you. Noch ein toter Schamane. Perfekt. Das nächste Siegel ausgelöscht. Wieder ein Kreaturenkern. Das ist immer sehr, sehr schön. Wilder Flutjäger. Erlittener Schaden gewährt eine Chance von 2% auf einen Wasserausbruch, der im Radius von 3 Metern je nach Zornkraft Schaden zufügt. Ja, bei solchen Sachen wird sich erst, finde ich, immer in der... Das ist aber interessant aufgebaut hier. Es wird sich erst immer in der Praxis zeigen, wie stark das wirklich ist. So, wir kriegen jetzt hier nochmal einen Kreaturenkern, und zwar vom verdorbenen Engel. Erhöht Strife's Munitionskapazität um 5%, erhöht den Schaden von War's Warpal-Klinge. Das hatten wir auch schon. Wir haben ja noch eine Sache, die wir hier zum Beispiel verteilen könnten. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt den besser. Da kann ich mich aber auch irren. Und hier könnten wir den Flutjäger reinmachen. Erhöht das Bewegungstempo. Der Flurriese hier ist sehr, sehr gut. Chaos und Anarchiegestalt laden schneller auf. Das hätte ich gerne. Super Serie lädt 5%. Das ist eigentlich zu gut. Erhöht die Menge hinterlassener Munition um 5%. Da finde ich eigentlich die Anarchiegestalt schneller aufladen besser. Ja, belassen wir es jetzt erstmal dabei. So, und wo ist denn jetzt... Ach, guck mal, da oben ist der Schamane ja auch schon irgendwo. Was solle dies? Ich war nicht mal in der Nähe und habe ihn trotzdem gebasht. Auch nicht schlecht. Ui. Das war grundsätzlich gefährlich. Kann man da hoch? Also theoretisch ja, aber... So, irgendwo hier... ist noch eine weitere Fährmannsmünze, die wir natürlich haben wollen. Ich muss mal eben gucken, wie kann ich da hinkommen. Da ist sie. Großartig. Damit haben wir jetzt 300 Fährmannsmünzen gesammelt. Von 350, die wir brauchen für dieses Achievement.
Irgendwo müssen hier noch weitere Würmchen sein. Wo genau führt das eigentlich hin? Aha. Aha. Ha. Hier wird man wahrscheinlich etwas Tolles kriegen. Los, gib mir die Königin. Mit weniger gebe ich mich jetzt nicht mehr zufrieden. Out. Komm raus. Was macht man, wenn die nicht rauskommen? Seriously? Geht doch. Und da ist sie. Die Käferkönigin. Wahnsinn. Dreh dich doch um! Falsche Richtung! Und da haben wir sie. Die Wurmkönigin ist besiegt. Ordentlich Seelen bekommen wir. Und Käferkönigin. Gesundheit um 10% erhöht. Angriffs- und Zornkraft um 5% erhöht. Wahnsinnig gut. Und das scheint mir auch wieder ein normaler Kreaturenkern zu sein. Also keiner, der irgendwie jetzt einen epischen Platz benötigt. Von so her ist das schon ziemlich, ziemlich krass. Wir bekommen auch einen weiteren Kreaturenkern von ihr. Jetzt müssen wir mal eben gucken, können wir den noch irgendwo einsetzen? Käferkönigin, Angriffstyp. Stufe 2 haben wir das schon. Aber es wird Stufe 1 angezeigt. Ach, weil wir hier nicht höher kommen. Das ist natürlich doof. Dann sollten wir den vielleicht hier reinsetzen. Oh ja. Gesundheit um 15% erhöht. Angriffs- und Zornkraft. Was stand da eben? Angriffs- und Zornkraft um 4% erhöht. Dafür müssen wir aber den rausnehmen. Den anderen. Nehmen wir mal den rein. So, wie sieht es jetzt hier aus? Sprinten. Was haben wir da? Wiederbelebung, halt den Belebenden. So, was ist bei dem noch? Dämonenmagus. Erhöht die Menge hinterlassener Munition. Finde ich eigentlich besser. So. So, das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt kann man hier noch im, irgendwas machen. Jetzt nur die Frage, was? Die berechtigte Frage, was? Zu irgendwas muss das auf jeden Fall gut sein. Ich
krieg offensichtlich irgendwie Bonuspunkte, wenn ich mich hier vom Blitz treffen lasse. Es fällt mir gerade schwer zu verstehen, was ich hier genau machen soll. Ich weiß auch gerade nicht genau, wobei ich müsste eigentlich. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Für das Gleichgewicht. Hettenexplosion. Oh. Wie krass ist das bitte? Ich ertrinke gerade in... Guckt euch das an! Wie soll ich so jemals sterben in diesen Lebenskugeln? Das ist ja krank. Und das letzte Siegel ist zerstört. Der letzte von ihnen. Die Barriere ist zerstört. Perfekt. Und da ist die Automap. Die habe ich auch schon sehr herbeigesehnt. Denn hier jetzt offenbart sich doch, wie viel hier noch überall rumliegt. Verrückt. Und natürlich müssen wir das alles irgendwie einsammeln. Und wir fangen am besten an mit dem, was hier vor uns liegt. Da vorne war aber auch, glaube ich, schon da, wo wir hinwollen. Ja, das ist da vorne. Aber wie komme ich denn da besser hin? Muss ich hier außen lang gehen? Außen scheint mir besser, weil ich komme durch diese enge Kurve da vorne nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Da habe ich jetzt gerade einfach gar nichts mehr gesehen. Auch nicht schlecht. Auf einmal hat er wieder in die falsche Richtung gelenkt. Ich und der Ätherfunke, das bleibt eine belastete Beziehung, würde ich es jetzt mal nennen. Geil. Sehr schön, dann können wir hier hoch. Oh. Es geht weiter. Okay. Wo will man hin? Wo? Alter, das ist ja nicht normal. Wo soll man denn da landen? Vor allen Dingen weiß man ja wirklich nicht, wohin man soll. Es muss irgendwo hier hinten sein. Tatsache. Wahnsinn. Okay, ist hier noch was? Hier ist auch noch eine Truhe. Auch noch, das gibt's ja nicht. Spektralengel. Viermal oder was? Und damit haben wir alle Trickschlüssel gefunden. Unglaublich. Aber es ist so.
So, was gibt es hier noch? Da oben ist noch eine Truhe. Müssen wir diesem Weg hier folgen. Totschreiter. War kann 25% mehr Schaden blocken, erhöht Strifes, Angriffs- und Zornkraft. Okay, dieser Naturschuss ist einfach nur krank stark, mal ganz im Ernst. Das ist wirklich übertrieben stark. Einen Schlüssel brauche ich hier nur. Was mache ich denn mit den ganzen restlichen, die ich habe? Kann ich damit jetzt gar nichts mehr anfangen oder was? Hört mich ruhig. Soll doch eh getroffen werden. Ich kann einfach hier stehen bleiben, werde einfach so oft getroffen. Ich wurde gerade dreimal hintereinander getroffen. Danke. Man kann auch übertreiben. Ist das schlimmer als die Donnersteppe in Final Fantasy X? Wer hat das programmiert? So, jetzt kriegen wir da immerhin eine Questbelohnung. 1500 Seelen ist das denen wert. Schmerzensgeld oder wie? Ist doch bitter nötig. So, ansonsten haben wir echt schon alles gefunden. Boah. Jo. Schnell raus hier. So, das ist auch erledigt. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da unten ist ein Zornfragment. Und eine Truhe. Da ist die Truhe. Ach ja, die können wir auch mal wirklich holen. Dann können wir unsere Tränke aufsammeln. Oder auffrischen. So. Jetzt müssen wir einen Weg finden. Das führt aktuell aber zu nichts. Wir müssen irgendwie... wieder hochkommen. Aha. Geil gemacht, kann man nicht anders sagen. Wir kommen wahrscheinlich noch höher. Kommen noch höher, wenn wir jetzt hier reinspringen. Dieses Spiel ein paar Mal treiben. Mal sehen. Schon geil, wenn man so hoch oben ist. Da sehen wir den das Zornfragment auch schon. Zornsteinfragment des Eroberers. Wäre es wirklich so schlimm, Dagon diesen Ort zu überlassen? Hier gibt es doch nichts mehr. Doch, doch, da vorne. Siehst du das Gesundheitsfragment nicht? Der Rat wird Eden nicht den Dämonen überlassen. Auch nicht als Ruine. So oder so können wir unsere Tat nicht ungeschehen machen.
Die Vergangenheit ist abgehakt, Bruder. Jetzt schmieden wir unsere eigene Zukunft. Eden ist verloren, doch lass es eine Mahnung sein. Eine Mahnung wofür? Unser Scheitern? Wie weit wir gekommen sind, was wir alles noch erreichen werden. Du fragst, wieso? Die Antwort ist einfach. Wir müssen uns einfach bessern. Wenn das mal so einfach wäre. Also für einen so großen, harten Kerl hast du echt tiefe Einsichten drauf. Ja, hin und wieder bin ich auch mal ein bisschen überrascht über ihn. Damit fehlt mir jetzt hier eigentlich nur noch dieses Zornfragment. Und dann habe ich alles, was ich will. Und dann können wir den Endboss hier plattwalzen. Wir müssen nur erstmal irgendwie dahin kommen. Ich sehe momentan noch nicht wie. Außer, dass es logischerweise halt irgendwie gehen muss. Hier ist auch so eine komische Laterne. Hat das vielleicht noch was damit zu tun?